Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir am Dienstag. Wie geht es euch? Mir geht es blendend. Ist das zu nah? Ich bin ein bisschen weiter weggerutscht. Ich hoffe, das ist angenehmer für euch, dass ich euch nicht ins Gesicht schreie. Willkommen zu meinem Dienstagsvideo heute am Dienstag. Und ich freue mich, dass ihr wieder alle zahlreich eingeschaltet habt. Falls ihr eingeschaltet habt. Und in diesem Video gibt es einen Valentinstags, nicht Tutorial, aber eher so ein macht euch mit mir fertig. Ich könnte so aussehen am Valentinstag. Wer weiß, wenn was dazwischen kommt, dann eben nicht. Aber geplant ist es. Und falls ihr Lust habt zu sehen, wie ich mich fertig mache und ein bisschen was erzähle über Gott und die Welt, dann bleibt dran. Ich habe jetzt mein Gesicht bisher eingecremt. Dafür verwende ich wie immer meine Veleda-Creme. Ich habe Augencreme benutzt. Ich habe mir was auf die Lippen gemacht. Und jetzt kann der Spaß eigentlich losgehen. Ich verwende seit ein paar Wochen jetzt die Essence BB Cream. Für Make-up verwende ich eigentlich nur noch meinen Beauty Blender, nichts anderes. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so der eindeutig besteste, ist eindeutig der beste Auftrag. Ich finde, mit der BB-Cream sieht man überhaupt nicht, dass man irgendwas drauf hat. Ich finde, das ist ein... Also, das ist voll verrückt. Ich finde es verrückt. Ja, momentan ist meine Haut ziemlich gut zu mir. Ich denke, es liegt daran, dass ich einfach so unglaublich viel trinke in letzter Zeit. Ich hatte ja in meinen Favoritenvideos schon mal diesen Becher gezeigt, den ich bei TK Maxx gekauft habe, der mich sozusagen dazu zwingt, einfach unglaublich viel zu trinken, dadurch, dass ich ihn überall mitnehme. Ich verwende von Kiehl's eine Lippenpflege. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die habe ich geschenkt bekommen. Einfach ein Lip Balm. Der ist ganz gut. Der ist echt cool. Er riecht so ein bisschen... Ja, nicht unangenehm, aber so ein bisschen ölig. Was mich jetzt aber nicht stört. Aber der spendet total viel Feuchtigkeit. Der ist gut. Und nachher trage ich Lippenstift auf. Von daher möchte ich schön sanfte Lippen. Ich mache meine Augenbrauen wie immer mit dem Catrice Eyebrow Set. Das ist hier ein bisschen abgenutzt, sieht man wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich finde, das ist einfach der perfekte aschige Ton für meine Augenbrauen. Dadurch, dass meine Augenbrauen schon sehr aschig sind und so überhaupt keinen Rotstich drin haben, ist es für mich immer ein bisschen schwierig, da was Gutes zu finden, was eben dazu passt. Und ich finde, der ist super. Was macht ihr dann an diesem Valentinstag? Macht ihr irgendwas? Ich verbringe ihn mit meinen Freundinnen dieses Jahr und ja, wir werden einfach ein bisschen ausgehen und es uns gut gehen lassen und jetzt nicht groß romantisch irgendwie feiern oder so. Ich finde es total komisch, bei vielen ist der Valentinstag entweder total verhasst oder total irgendwie wird er geliebt, weil die einen freuen sich drauf und denken, das ist der Tag des Jahres, um endlich romantisch zu sein. Wobei ich finde, dass man das ruhig jeden Tag sein kann. Aber viele hassen den Valentinstag irgendwie regelrecht und sagen, das ist nur eine Erfindung der Industrie, um irgendwie Geld reinzubringen und irgendwelche verschiedenen Sachen zu verkaufen und so. Ja, ich finde es einfach, ich finde es eigentlich ganz süß. Und ich verwende einfach so ein ganz... kann man das sehen? So einen ganz ruhigen, eleganten Champagnerton aus meiner Zoeva-Palette, die ich eigentlich immer verwende. Das ist die Naturally Yours-Palette. Wunderschöne, erdige Töne, matte, aber auch glänzende Töne. Und ich verwende es mit meinem Finger am liebsten, weil ich finde, dass dadurch die Intensität einfach höher ist als mit einem Pinsel. Aber das ist Geschmackssache. Klar kann man mit dem Finger jetzt nicht so groß verblenden und schichten, aber das wird die einzige Farbe sein, die ich auf meine Augenlid auftrage. Von daher reicht mir das so an Technik sozusagen. Also für meinen Lidstrich werde ich einfach aus der gleichen Palette einen schwarzen, man kann aber auch einen dunkelbraun nehmen. Ich werde den schwarzen nehmen und werde einfach einen angeschrägten Pinsel verwenden. Der hier ist von Essence, den finde ich eigentlich ganz cool, weil der nicht so dick ist, also der Lidstrich wird damit recht fein und ich möchte nicht so einen harten haben, deswegen verwende ich Lidschatten, was eigentlich ganz cool ist. Dadurch ja, sieht das Ganze nicht so hart aus, sondern eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen smoky. Also das war es erstmal zu den Augen. Ich werde nachher nur noch ein bisschen unter dem
Augenbrauen mit Highlighter lang gehen, aber jetzt erstmal war es das. Und ich kümmere mich um die Kontur meines Gesichts. Das mache ich in letzter Zeit super gern. Und da hat sich eigentlich nicht viel verwendet. Ich verwende immer noch, viel geändert. Ich verwende immer noch von Sleek dieses Face Form Contouring and Blush Palette. Geh auf. Es hat einfach nur diese drei Farben. Ich habe sozusagen einen Bronzer, einen Highlighter und ein Blush. Und das ist wahrscheinlich schon seit 5 Monaten oder so das, was ich eigentlich nur noch benutze. Ich finde es halt super. Ich kann euch den Link nochmal unten reinsetzen. Das habe ich einfach bei Amazon gekauft. Und finde es nach wie vor cool. Also ich verwende es halt auch immer, weil es für mich so die perfekte Farbe hat. Ja. Wenn dies erledigt ist, kommt auch schon mein nächster Favorit, der Highlighter. Und da benutze ich einfach den gleichen aus der Palette. Und ich hatte euch schon mal gezeigt, wie ich highlighte. Ich highlighte hier oben über der Augenbraue. Einfach um da so einen Hochpunkt der Augenbraue sozusagen zu schaffen. Und ich finde, das reflektiert ganz schön. Dann setze ich mit meinem Finger ein Highlight auf meinem Nasenrücken. Ihr könnt das hier noch in so einem V verbinden. Das mache ich immer ganz gern. Damit das eben nicht nur hier der Fleck ist und hier der Fleck, sondern irgendwie so ein bisschen zusammenkommt. Seht ihr das? Und ein bisschen über die Lippe, obwohl ich da immer von alleine schon was habe. Weil meine Lippen haben so eine Form, dass sie... Ich habe einen extrem... Wie nennt man das denn? Also meine Lippen gehen hier so extrem hoch, sodass immer, wenn ich Lipgloss mache, sich hier immer was, oder Labello oder was auch immer, setzt sich hier immer ab und es sieht immer aus, als hätte ich da gehighlightet. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Auf jeden Fall ist es so. Und ich wollte es mit euch teilen. Ich steche mir damit auch gern mal ins Auge. Oder ich mache das irgendwie so komisch, dass ich danach mit einem Wattepad alles wieder sauber machen soll, weil ich eigentlich überall hingestochen habe. Also, mein Gesicht ist soweit fertig. Jetzt kümmere ich mich um meine Lippen. Und da habe ich ja schon vorher die Lippenpflege drauf gemacht, was sehr gut ist, weil sie jetzt ein bisschen besser sind einfach. Wow. Mein Vokabular ist schon wieder so professionell. Den Lip Liner von Essence benutze ich. Ich benutze in letzter Zeit voll viele Essence-Sachen, weil ich einfach... weil ich sie unterschätze oft. Dadurch, dass sie günstig sind, die Produkte, geht man da irgendwie nicht so ran. Aber viele Produkte sind wirklich hochwertig und der Lip Liner ist wirklich schön. Und die Farbe ist auch wirklich schön. Das sieht ja fesch aus. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wie man seine Lippen sozusagen optisch vergrößert, indem man sie einfach, ja, overlined, also übermalt. Ja, ganz witzig, wie da auf einmal der Hype draus entstanden ist, ne? Trends, das ist auch echt so ein Phänomen. Sieht das doof aus? Das habe ich nie gemacht. Jetzt finde ich es irgendwie doch nicht mehr so schlecht. Ich habe gerade einen Schokoriegel gegessen und nochmal die Kamera angemacht und ich habe das Gefühl, durch die Schokolade kommen jetzt die Glückshormone und ich bin sehr viel positiver, was den Look angeht. Guter Trick! Was ich bei der Frisur ganz wichtig finde, was viele nicht machen und sich dann wundern, wieso sie, also wieso der Zopf bei ihnen so platt aussieht oder flach aussieht, und viele toupieren ihre Haare nicht und das finde ich ist ganz wichtig. Ich nehme mir einfach immer so kleine Strähnen von vorne weg sozusagen und auch von den Seiten, und jetzt seht ihr mich nicht, und tupiere die so ein bisschen an. Dadurch habt ihr einfach so ein Grundvolumen und müsst nicht so viele Haare nach oben wegpinnen, um einen ordentlich großen Dutt zu bekommen. Denn bei vielen ist das eben so, dass viele nicht so viele Haare haben oder feine Haare haben. Je mehr sie nach oben tun, desto weniger bleibt unten übrig. Und ich finde, das ist einfach ein guter Trick. Wenn man die Haare toupiert, dann schafft man so eine Illusion, als hätte man viel mehr Haare nach oben genommen, und hat dementsprechend dann aber auch viel mehr Haare, die man für die untere Partie verwenden kann. Das finde ich ganz cool.
Wie ich den dort mache, ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal knülle ich ihn als Ganzes so zusammen. Manchmal ziehe ich ihn auch einfach, wie ich es gerade gemacht habe, so quasi halb durch. Ja, so wie ich gerade Lust habe. Und das Wichtige ist, dadurch, dass ihr hier oben toupiert habt, zieht ihr halt hier wieder die Sachen raus, die Haare raus, damit es wirklich so ein schöner Puffer wird und nicht so flach aussieht. Und den Rest könnt ihr hier, wie gesagt, einfach locken oder glätten, wenn ihr den Look schöner findet. Oder halt so ein bisschen was reinflechten. Ja, das ist der fertige Look. Also was ganz Simples, Einfaches. Und ich finde, je weniger man macht für sowas, ich bin sowieso eine Person, die wenig macht, weil ich mich dann einfach wohler fühle und nicht so versteckt fühle. Und einfach immer gleich beibehalten. Also das, was man im Alltag macht, macht man auch zu so einem Date, weil indem ihr irgendwie so verrückte Sachen ausprobiert oder so, fühlt man sich im Endeffekt meistens unwohl. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir gar nicht. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal was anderes. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Valentinstag. Egal, wie ihr den verbringt, ob nun alleine, mit dem Partner, mit Freundinnen oder mit der Familie. Ja, es ist im Prinzip wie ein Tag wie jeder andere. Und je nachdem, was man selber für eine Einstellung dazu hat, so sollte man das auch verbringen. Wenn Leuten der Tag egal ist, dann feiert ihn nicht. Wenn Leute die Idee süß finden, dann geht aus, geht schön essen, macht euch einen romantischen und freut euch des Lebens. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, falls ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann alle zahlreich versammelt am Freitag, den Frisurenfreitag. Hier kommt ihr noch einmal zu meinen letzten Videos. Dort habe ich euch einen Haul gezeigt und was auch immer, was anderes eben. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, genau, wie gesagt, am Freitag. Jetzt wiederhole ich mich langsam, von daher muss ich das hier beenden. Bis dahin aber wie immer alles Liebe und tschüss.